Supermarkt Samstag, heute mit einem Bier aus dem Discounter. Es wird dunkel, es wird imperial, es wird dampfig. Ich glaube, ihr wisst schon, um was es geht. Wir reden drüber, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für das heutige Video am Supermarkt Samstag. Wenn ihr grundsätzlich Lust auf Bier habt, dann lasst doch bitte gerne ein Abo da. Dann kriegt ihr immer Informationen, wenn es neue Videos gibt. Hier unten kurz draufklicken und schon ist die Sache erledigt. Ich sage danke dafür und begrüße euch, wie gesagt, zu einem Bier aus dem Lebensmitteldiscounter Steam Brew. Eins meiner, ja, ich muss sagen, Biere, über die ich mich immer gerne ein bisschen auslasse, weil ich mir mit dem Design ein bisschen schwer tue. Aber jetzt hat das Bier sogar ein Design Award 2020 bekommen. Muss ganz ehrlich sagen, da kenne ich mich dann gar nicht mehr aus, aber ich spare mir das heute und rede tatsächlich nur über das Bier. Es ist das Steam Brew der Meister und gibt es ja immer diese Geschichten um dieses Bier rum. Gebraut werden die Biere von Steam Brew von der Eichbaumbrauerei in Mannheim und das hier ist jetzt ein Imperial Stout. Muss man ja fairerweise sagen, Imperial Stout im Lebensmitteldiscounter, das hätte man vor 5-6 Jahren auch noch nicht geglaubt. Insofern, ja. Ah, wie gesagt, heute schlucke ich es mal runter. 7,5 Volumenprozent Alkohol, habe ich gesagt, 16,5 Plato, 23 Bittereinheiten. Und ja, jetzt haben wir schnell schauen, was haben wir da noch an Zutaten. Wassergerstenmalz, Hopfenextrakt. Das finde ich spannend, es ist nur Hopfenextrakt drin. Zumindest steht nichts von normalem Hopfen da. Brrr. Gut, auch das schlucken wir runter und gehen das ganze Thema mal an. Und jetzt trifft, ich weiß nicht, wie viel von diesen Steam Brews jemals aus Spiegelau-Stout-Gläsern getrunken worden sind. Ihr seid zumindest jetzt bei einem mal dabei. Und ja, oh, ich muss sagen, da tut sich schon aromatisch was, ohne dass ich mit der Nase jetzt reingefahren bin. Aber reden wir erstmal über die Optik. Schöne schwarze Farbe, minimale, leichte, dunkelrote Reflexe. Eine, oh, 2,5 Fingerbreite, helle, bräunliche Schaumkrone. Sehr fein, sehr cremig, haftet auch schön am Glas. Da ist noch die Welt in Ordnung und da macht der Meister seinem Namen alle Ehre. Wie gesagt, es gab da irgendeine Story der Meisterprohibition oder irgendwas. Könnt ihr alles auf der Webseite nachlesen. Die ist tatsächlich auch ganz schön gemacht und gibt auch erstaunlich viele Informationen über die Biere, mal jetzt von Zutaten abgesehen. Ja, es ist so ein bisschen röstaromatisch, ein bisschen Karamell, Schokolade. Nicht so intensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da ist es noch nicht so imperial. Oh, ich würde sagen, probieren wir einfach mal. Cheers. Also 7,5 Volumenprozent, fangen wir mal so an, die sind gut eingebaut. Da gibt es mal nichts zu meckern. Nee, da ist tatsächlich wenig, wo man sagen würde, das ist jetzt sehr vordringlich ein Alkohol, sondern ganz im Gegenteil, das ist eigentlich sehr gut eingebaut. Mag auch daran liegen, dass es... Und jetzt fange ich erstmal so mit den Nebensächlichkeiten eigentlich an oder so mit dieser Grundbasis. Es ist tendenziell eher auf der süßeren Seite für ein Stout. Also es ist jetzt nicht so dieses harsch-bittere, was so von den krassen Röstnoten dominiert ist, sondern es ist, hat eine schöne karamellige Note, es hat durchaus eine gewisse Süße dabei, so ein bisschen ja, leichte... fruchtige Trockenobst, Pflaumennote, ganz, also es ist, das klingt jetzt wie so eine Aromenbombe, das ist es auch nicht, es ist sehr dezent alles gehalten, aber das ist so, sag mal, so diese Grundbasis, die dieses Bier aus meiner Sicht auch sehr massentauglich macht. Wir reden ja darüber, es ist mit dem Lebensmitteldiscounter angeboten und dann muss man auch fairerweise sagen, dann muss so ein Bier natürlich auch wieder so ein bisschen einen gewissen Massengeschmack erfüllen, was muss ja auch verkauft werden.
Und Lidl ist zwar tatsächlich in einigen Ländern Craft-Beer-Händler Nummer 1, Kroatien zum Beispiel. Meiste Craft-Beer in Kroatien wird über Lidl verkauft. Auch ein Fun-Fact, fand ich aber sehr spannend, als ich in Kroatien mal mit einer Brauerei geredet habe. Die können sich da schon gar nicht mehr dagegen wehren oder sträuben oder, was heißt wehren, die müssen einfach mitmachen, weil das meiste einfach darüber umgeschlagen wird. Also kann das nicht, habe das nicht nachgeprüft, aber klang mir sehr plausibel und fand ich an der Stelle auch eine eigentlich ganz spannende Information. So, wieder zurück zum Bier. Also das machen wir also die Basis. Es ist für Imperial, finde ich es jetzt auch relativ flach im Geschmack. Es hat so röstmalzige Aromen, es hat ein bisschen Schokolade, eher so auf der bittere schokoladigen Seite. Es hat Kaffee mit dabei. Aber es ist eben dieses Toffee-Karamellige, was da eher so im Vordergrund steht. Insgesamt wenig bittere. Und insgesamt halt einfach relativ zurückhaltend im Aroma. Es ist vom Körper her ein mittlerer Körper, lustigerweise ein bisschen stärker ausgeprägte Kohlensäure, sehr fein, sehr cremig. Die Textur ist wirklich angenehm und passt auch zu einem Stout, aber man wird sich einfach so ein bisschen mehr Gehalt, ein bisschen mehr Mundgefühl wünschen. Es ist einfach nicht so vollmundig, wie man sich das jetzt einfach bei einem Imperial Stout von der Datenlage oder von der Ausgangslage her erwartet hätte. Und es wird gefühlsmäßig auch nach hinten ein bisschen dünner. Es kommt eher so ein bisschen Schokolade mehr nach vorne in den Vordergrund. Es wird ein bisschen röstmalziger. Aber auch ein bisschen wärmender Alkohol. Also jetzt merkt man dann tatsächlich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt ein paar Minuten in der Hand habe und es tatsächlich an Temperatur gewonnen hat. Ich würde sagen, ich habe so mit 8 Grad angefangen. Jetzt hat es vielleicht 9, 10. Also das Bier gewinnt durchaus auch mit Temperatur. Ist ja auch kein schlechtes Zeichen, aber es kommt eben auch der Alkohol ein bisschen raus. Es wird ein bisschen alkohollastiger. Und die Süße schafft es dann nicht mehr ganz, den Alkohol ein bisschen wegzubalancieren. Jetzt muss ich es werten. Ich muss sagen, es ist für einen Stout aus dem Supermarkt, aus dem Discounter, tatsächlich ganz okay. Imperial Stout finde ich jetzt ein bisschen am Thema vorbei. Mal jetzt von technischen, also vom reinen Alkohol mal abgesehen, aber das kann ja nicht das einzige Kriterium für den Imperial Stout sein. Es ist insgesamt einfach ein bisschen wenig Tiefgang drin. Insofern glaube ich, jemand, der grundsätzlich wenig mit Stout anfangen kann, aber ab und zu gerne mal einen Stout trinken würde, es kommt damit, glaube ich, ganz gut zurecht. Das ist jetzt kein Bier, wo ich sagen würde, das findet sicher keine Liebhaber, aber ich muss dann ehrlich sagen, Imperial Stout, da finden wir sicher bessere am Markt und deshalb gibt es für das Steam Brew von Eichbaum aus Mannheim Imperial Stout, der Meister von ProbierTV, gibt es dafür 3 von 5 möglichen Punkten für das Imperial Stout Steam Brew von Eichbaum. Ich möchte keine Diskussion darüber anfangen, für den Preis ist es okay, Preis und Qualität sollten nie miteinander in die Waagschale geschmissen werden, sollten immer für sich solitär stehen. Und deswegen diese Diskussion meiner Meinung nach verbietet sich von vornherein. Und jetzt wisst ihr meine Meinung zu dem Bier und bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr, wie gesagt, ein Abo dagelassen habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.